2023 sind Stepko, Piotre und Walek aus nördlichen Flöhen, Duisburg und Mörs. Und ihr seid befreit ab sofort von der Renovierung dieser Hütte hier, in der kleinen Allee 10. Ihr könnt hier andere Dinge tun, ein Jahr lang. Schön, dass ihr da seid. Die Anreise war ja das Angebot, nehmen wir an. Bitte. Aufräumen müsst ihr schon noch selber jetzt hier. Das war wirklich frustrierend heute Morgen, also zu versuchen, irgendwelche Sachen gerade aufzuhängen und so. Also hier ein heilloses Durcheinander hinterlassen. Tja. Gibt's Fragen? Ist noch etwas nicht beantwortet. Wollt ihr vielleicht für das schnelle Foto die Presse in den Mörs ist mal extrem ungeduldig. Wollt ihr Zeit sein, vielleicht etwas zusammenrücken? Oder wir stellen uns mal, sollen wir uns hinstellen oder bleiben? Ja. Also, los, gut, okay. Setz dich auf den Helm hier. Ich kann mich ja bleiben. Ja. Aber vielleicht einmal die Gitarre nehmen und einmal, was war das eben, was ich gehört habe? Akkubohrer. Neue Variante. Oder sowas? Ja, und das iPad, ne? Das haben wir aber auch nicht vergessen hier. Achso, Entschuldigung. Und jetzt noch einmal vielleicht. Wir können einmal vielleicht in die Ecke hier gucken, das wäre auch ganz gut, weil wir kommen hier nicht weg. Danke. Wir haben ja auch offizielle Vertreterin der Stadt Mörster, die mich begrüßen würden. Hier noch einmal das Foto da. Sagen Sie vielleicht die Wahrheit. Ja, genau. Das Pressefoto aber, ne? Ja. Okay. Okay. Dann sagen wir kurz die Wahrheit. Ne? Also das ist das Kollektiv Recursion. Viele von Ihnen, von euch werden das schon kennen, von den diesjährigen Festivals und auch aus den letzten Jahren. Christopher Retz, iPad, Elektronik, Programmierung, Hacking, Code, was weiß ich, also da musst du uns nachher selber was erzählen. Jan Krause, das ist unschwer zu erkennen, elektrifiziert, Gitarre. Und Steven Koch, ein Ding, die du uns dann auch am besten selbst erklären musst. Genau, Recursion, willkommen und danke an David und auch an Tomika in Absenz, die heute mit zu Dorf, glaube ich, spielt, in Dortmund, dass wir hier die Bude einmal verwüsten durften zum Jahreswechsel. Wir räumen auch alles wieder auf, it will be all right after. gibt es erstmal Fragen oder sollen wir erstmal die offizielle Begrüßung durch VertreterInnen der Stadt? Ja. Ja, wir haben Claudia extra gesagt, dass sie nichts sagen muss. Genau. Und jetzt alle wir sind auch so ein Kollektiv, was ich auch nicht so gut abspricht. Nee, gar nicht. Wir improvisieren auch. Das ist kein Problem. Ich kann es trotzdem mehr machen. Ja, ich freue mich sowohl als stellvertretende Bürgermeisterin, als aber auch stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Mörs Kultur GmbH, dass wir ja
einen neuen, beziehungsweise in dem Fall muss man ja wirklich sagen, drei neue Improviser eine Residenz hier haben im 2023. Ja, ich bin gespannt. Ich sag mal, nach dem kurzen Eindruck, den wir gerade gewinnen konnten, glaube ich, wird das auch wieder ja, spannend, wieder ganz was anderes als das, was wir mit Tomica hatten. Und von daher freue ich mich einfach, heiße euch herzlich in Mörs willkommen und ja, freue mich auf eine wunderbare Zeit. Ja, danke schön. Ich freue mich auch unheimlich. Gerade vor einer Stunde, weniger als einer Stunde, habe ich über euch mit anderen jemanden gesprochen. Hatte sowieso Lust, euch kennenzulernen. Insofern lustige Zufälle passieren. Ich freue mich herzlich willkommen und auf eine gute Arbeit im nächsten Jahr. Ja, danke. Für die, die Santiago noch nicht kennen, Santiago Gomez, Leiter des Kulturbüros der Stadt Mörs. Auch ganz, noch nicht ganz neu, aber seit ein paar Monaten in Mörs und sehr umtriebig. Auf jeden Fall. Genau. Ja, sollen wir erst eine kurze Fragerunde? Also ich würde die gerade gleich auch bitten, nochmal was zu spielen. Ein kurzes Minuet. aber vielleicht vorher einmal eine kurze Frage. Falls Fragen überhaupt sind. Sie kriegen im Nachgang eine Pressemitteilung mit Pressematerial, also Infos zu Recursion und auch zu den dreien. Sende ich Ihnen per E-Mail, falls Sie noch nicht im Verteiler sind von presse@mers-festival.de, habe ich auch noch ein paar Kärtchen, dass Sie mir einmal schreiben können, dann nehme ich Sie gleich mit rein und dann kriegen Sie die E-Mail mit einem Material. Ich habe aber ein paar Prints auch dabei, also Blätter, Papier, immer, falls das jemand mitnehmen möchte. Ich kann nochmal global sagen, der Improviser in Residence oder die Einrichtung des Improviser in Residence wird jetzt seit 15 Jahren gefördert durch die Kunststiftung NRW. Begonnen hat alles 2008 mit Angelika Nisch hier, auch in diesem Gebäude, mit fast den selben Möbeln. Und seitdem hatten wir wirklich ein sehr weites Spektrum an improvisierenden Musikern aus. Es begann auch erstmal relativ lokal, Deutschland, Köln und so weiter, bevor es dann auch international wurde. Wir haben das in den letzten 4 Jahren nicht übertrieben. Es war, glaube ich, gut mit Leuten aus USA, mit aus Brasilien, aus Mexiko, die wirklich für ein Jahr hier residierten. Und eben jeder Improviser, jede Improviserin, gibt es ja alles gar nicht, die Worte, hat, glaube ich, diesem Residenzjahr seinen eigenen oder ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Es ist auch immer männlich-weiblich im Wechsel. Das hat Rainer Michalke, mein Vorgänger, damals so entwickelt. Das finde ich auch einfach ein tolles Format und weiter unterstützenswert. Das tut ja die Kunststiftung, das tut auch die Stadt Mörs. Und so wird das Ganze getragen über das ganze Jahr. Die Idee des Improvisers, oder wir können auch sagen, des Stadtmusikers, der Stadtmusikerin, ist nach wie vor die, auf der einen Seite die Idee des Mörs Festivals, das ganze Jahr unterjährig in die Stadt zu tragen. Das kann jeder auf seine eigene Weise tun. Und die andere Hälfte dieser Residenz ist so eine Art Stipendium. Die Leute müssen nicht selber gucken, dass sie ihre Miete zusammenbekommen oder